vor dem Champions-League-Kracher Inter Mailand gegen den FC Schalke. Die letzten Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Die Mailänder zeigten sich im Abschlusstraining gut gelaunt, trotz verpatzter Generalprobe. Inter hatte ja das Derby gegen Milan mit 0:3 verloren. Tja, aber auch die Schalker zeigten sich optimistisch. Der eigene Sieg beim FC St. Pauli in der Liga hat Selbstvertrauen gebracht. Und deswegen will sich Trainer Ralf Rangnick auch gar nicht groß mit der aktuellen Situation des Gegners beschäftigen. Natürlich ist so eine Derby-Niederlage zunächst mal nicht so leicht wegzustecken. Und die Atmosphäre war natürlich schon auch zu spüren, auch von der Tribüne, dass da eine große Enttäuschung da war. Aber auf der anderen Seite hat die Mannschaft von Inter natürlich genug Qualität. Und wir müssen schon auch davon ausgehen, dass es jetzt darum geht, eine Trotzreaktion zu zeigen. Wir müssen uns auf unsere eigenen Dinge konzentrieren und ich denke, es macht auch keinen Sinn, darauf zu spekulieren, ob das jetzt gut oder schlecht für uns war. Das wird so oder so für uns eine ganz schwierige Aufgabe und wir müssen sicher als Team morgen zu 100% funktionieren. Jetzt geht es einfach darum, an dieser Aufgabe, die wir morgen haben, nochmal zusätzlich zu wachsen, um dann vielleicht tatsächlich das zunächst mal unmöglich Scheinende dann auch möglich zu machen und hier vielleicht sogar mit einem Sieg, aber auf jeden Fall mit einem richtig guten Resultat. Und sicher wäre auch ein Unentschieden ein gutes Resultat, nach Hause zu fahren.